Indien und sein dichter Dschungel. Ein Ort voller Geheimnisse und spannender Geschichten. Sicherlich erinnert ihr euch noch an Mowgli, das Menschenkind, das von den Wölfen einst als Findelkind in den Tiefen des Dschungels entdeckt und adoptiert wurde und folglich viele Jahre lang in der Gesellschaft der Tiere verbrachte. Moglis zahlreiche Abenteuer an der Seite von Bagheera, dem weisen schwarzen Panther, und Baloo, dem gutmütigen Bären, sind euch bestimmt noch genauso in bester Erinnerung wie die Begegnung mit Shere Khan, dem hinterlistigen Tiger. Dieser wollte, aus Rache dafür, dass Menschen ihn einst mit brennenden Fackeln und scharfen Spießen am rechten Hinterbein verletzten, als er in ihre Siedlung eingedrungen war, Mowgli töten. Doch mit Hilfe der roten Blume, dem Feuer, gelang es dem Jungen, den Tiger in die Flucht zu schlagen. Und vermutlich habt ihr auch nicht vergessen, dass Mowgli nach dem Kampf mit Shere Khan schließlich beschloss, zu den Menschen zu gehen. Denn wem es gelungen ist, einen Tiger mit Feuer zu vertreiben, der hat seinen Platz in der Menschensiedlung. So besagt es das Gesetz des Dschungels, eines der ältesten Gesetze der Welt. Doch auch wenn Mowgli seinen Platz bei den Menschen fand, so zog es ihn doch immer wieder zu seinen tierischen Freunden in die Tiefen des Dschungels. Die Geschichte, die wir heute erzählen, ereignete sich noch lange bevor Mowgli erwachsen wurde und im Menschendorf seine eigene Familie gründete.